Nochmal den Brief vor, den ich an die anderen geschrieben habe. In 5 Minuten kommt nämlich die Frau Schnecke vorbei und soll ihn abholen. Das ist auch wieder so eine Idee von dir. Wieso? Wie kann man denn eine Schnecke einen Brief befördern lassen und das noch mitten im Winter? Ja. Dir ist ja nur wohl, wenn du mit mir rummeckern kannst. Aber diesmal habe ich recht, Aids. Die Frau Schnecke bringt den Brief ja gar nicht weg. Die sitzt ja nur am Schalter in der Waldpost. Im Winter trägt doch der Herr Wiesel die Briefe aus. Schon gut. Fang endlich an. Ja, perfekt. Also, lieber Flip und lieber Max, sehr verehrter Herr Weberknecht. Halt! Wieso, was? Das sieht dir mal wieder ähnlich. Man muss doch erst die Damen einladen und dann kommen die Männer. Das weiß ich auch, aber ich habe mir schon was dabei gedacht, Maja. Weil, wenn ich nämlich die Damen zuerst einlade, muss ich als erstes schreiben, liebe Frau Thekla. Und das wäre gelogen. Wieso? Ich denke, Libelle Schnuck kommt auch. Da hast du auch wieder recht. Also gut, dann schreibe ich. Liebe Frau Schnuck. Nein. Sehr geehrte Frau Thekla. Ach du Schreck. Jetzt habe ich ja ganz vergessen. Nein, das geht ja überhaupt nicht. Wir müssen mit der Cassandra anfangen. Richtig. Also? Also, liebe Frau Cassandra, liebe Frau Schnuck, sehr geehrte Frau Thekla, lieber Flip, sehr geehrter Herr Weberknecht und... Wieso und? Hast du noch jemanden vergessen? Naja, da war noch jemand, aber wer? Ich weiß, die kleine Ameise wollten wir doch einladen. Du sag mal, Maja, hat die eigentlich einen Namen? Natürlich wird sie einen Namen haben, aber wir wissen ihn nicht. Ja. Dann schreibe ich eben, sehr liebe kleine Ameise. Aber jetzt der Text. Die Maja und ich, die Damen immer zuerst, haben uns gedacht, dass es doch was Schönes wäre, wenn wir alle zusammen Weihnachten feiern würden. Weihnachten ist ja nicht nur das Fest der Liebe, es gibt auch immer was Gutes zu essen. Und wie man weiß, schmeckt es in Gesellschaft noch besser. Wir machen auch einen Weihnachtsbaum und alles, was wir bei den Menschen gesehen haben.
Wir haben uns gedacht, es wäre nett, wenn ihr am Heiligabend so gegen Nacht... Ich habe mich verschrieben, warte mal. Wir haben uns gedacht, es wäre nett, wenn ihr am Heiligabend so gegen Nachmittag um 3 da seid. Ich finde ja, dass der Brief ziemlich lang wird. Wieso? Fräulein Cassandra hat immer gesagt, man muss sich klar ausdrücken. Und außerdem gibt es ja noch das uralte Bienensprichwort, das heißt, etwas lang und breit erklärt ist die halbe Wahrheit wert. Aber unterbrech mich doch nicht dauernd. Wo war ich denn jetzt? Ach so, da ja. Also hier. Also, im Bienenstock schläft ja alles. Darum haben wir die Wohnung von der Frau Schwalbenschwanz gemietet, die ja im Winter immer nach Mallorca fliegt. Geschenke sind herzlich willkommen, der Maja ist alles recht, aber ich würde mich ganz speziell freuen über ein gepolstertes Birkenblatt, auf dem steht Träume süß. Dazu. Sehr lieb von den beiden. Das Dumme ist nur, ich habe nichts anzuziehen. Wenn man wie unser eins 8 Beine und 4 Paar Schuhe hat, ist ein Paar immer durchgelaufen. Und ausgerechnet meine Winterstiefel sind zum Besohlen. Naja, macht nichts. Zieh ich mir eben ein paar dicke Socken. Wenn du wüsstest, wie ich mich freue. Ach du Schreck, es ist ja schon der 22. Dezember. Dann wird's das Beste sein, wir machen uns auf den Weg. Einverstanden. Aber erst mal zu mir nach Hause. Singen wir doch ein Lied, dann läuft sich's besser. Weihnachtszeit, schöne Zeit, weiß ist alles weit und breit. Flocken fallen sacht vom Himmel und mit fröhlichem Gebimmel fährt nicht Ruprecht durch den Wald und sucht Tannen aus, die bald Weihnachtsbäume werden sollen, was wir nicht verpassen wollen. Lass uns blitzen, lass uns sausen, schnell, nur schnell nach Bienenhausen. Bienenhausen heißt der Tipp, Weihnachten mit unserem Flip, mit dem Willi und der Maja und das nicht am Himalaya. Dort wäre es uns viel zu kalt, nein, im Winter Weihnachtswald. Schnell, nur schnell nach Bienenhausen. Bienenhausen heißt der Tipp, Weihnachten mit unserem Flip, mit dem Willi und der Maja und das nicht am Himalaya. Dort wäre es uns viel zu kalt, heißer Weihnachten ist bald. Heißer Weihnachten ist bald. Fröhliche Weihnacht. Und ich immer alleine hier mit dem Tannenbaum und die vielen Nadeln und wie das piekst. Ach, immer erwischt sie mich und die Lamettafäden und die Kugeln und alles. Ah, Maja? Maja, wo bleibst du denn? Du wolltest mir helfen. Nein, ich muss jetzt die Pfifferlinge waschen. Was, die Pfifferlinge? Na, du weißt doch, es gibt heute Abend Pfifferlinge. Ach, ja, ja. Na, dann bleib eben in deiner Küche. Bleibst du in deiner Küche? Ja. Gut. Nein, gar nicht gut. Na ja, gut, ich neues Jahr. Erstmal muss das alte Jahr rum sein. Ach, wenn doch bloß der Flip käme und mir helfen würde mit den Lalameta-Fäden und mit den Kugeln und mit den Kerzen, die noch auf dem Baum sind. Und in einer halben Stunde können sie schon alle kommen. Und immer die Drohnen, die überhaupt nicht gerne arbeiten, denen wird noch das Baumputzen aufgehängt. Ach, Flip, wenn er doch nur geht. Oh, die Glocke, vielleicht ist es schon der Flip.
kleine Kugel runtergefallen. Mach dich auf, Theresa. Flip, ich komme, ich mache auf. Ich bin da. Nein. Nein, das hätte ich besser bleiben lassen. Das ist nichts für einen Grashüpfer. Mitten im Winter durch sprunghohe Schneewehen und eine Kälte war das. Ich sage euch was, ich wäre hier nie lebend angekommen, hätte ich nicht die Trolle getroffen. Die Trolle? Na, du weißt doch, diese kleinen Zwerge. Ja, ganz richtig, die Weihnachtswichtel. Sie haben mir einen Weg gezeigt, quer durch die Tannen. Da waren die Äste so dicht, dass der Schnee nicht durchfallen konnte. Überhaupt. Liebenswerte Knirpse, die Kleinen. Ja. Ich habe sie übrigens gleich mitgebracht. Was? Ja, sie bleiben ja nicht. Hoffentlich. Sie haben nur einen ganzen Schwung Tannenbäume in der Stadt abzuliefern. Und da hat sie ihr Weg hier vorbeigeführt. Ja. Vielleicht könnte man ihnen eine heiße Milch mit viel Honig machen. Eine sehr gute Idee, Flip. Lass sie nur reinkommen. Die Trolle zimmern aus Holz und stricken aus Wolle, was Mädchen sich wünschen und artige Buben, und bringen es dann in die Weihnachtsstube. Für diesen einen Abend im Jahr bastelt und werkelt die Wichtelschar. Von Abend zum Acht bis sechs in der Frühe und scheut dabei weh. Es war recht lieb, meine Herren Trolle, aber jetzt müssen Sie sich leider wieder trollen. In ein paar Stunden soll hier nämlich schon der Baum brennen. Er meint natürlich die Lichter. Unser Willi muss immer übertreiben. Ach, das ist doch egal. Die Hauptsache, sie gehen jetzt. Er hat recht. Bevor die anderen kommen, sollten wir uns überlegen, wie wir nun eigentlich Weihnachten feiern wollen. Da gibt's doch nicht viel zu überlegen. Ich kenne ein schönes Lied. Das hat Fräulein Cassandra gelernt, als sie sich mal einen Winter lang in der Speisekammer bei den Menschen versteckt hat. In einem Glas mit Johannes Bergelee. Das wäre aber nichts für mich. Das ist viel zu sauer. Und wie heißt dein Lied? Ja, wie heißt es? Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen? Ich denke, heute wird gefeiert. Ja, sicher. Nur in dem Lied heißt es eben morgen. Ach so. Oh ja, ich erinnere mich. Das Lied kenne ich auch. Du kennst das Lied auch? Es am Heiligen Abend.
dreist von euch, mich einzuladen. Mhm. Obwohl ihr natürlich wisst, dass es sich nicht schickt für eine Biene. Wieso nicht? Ordentliche Bienen bleiben im Winter im Stock und ruhen sich aus für das Honigsammeln im nächsten Frühjahr und Sommer. Unsere Königin hat mich auch kaum weggelassen. Seit 4 Tagen geht's im Stock drunter und drüber, denn schließlich sollen auch bei uns zum Weihnachtsfest alle Waben blitzsauber sein. Sagen Sie, Gnädigste, wenn ich Ihren Redeschwall kurz unterbrechen dürfte, ob Sie wohl ein wenig zur Seite rücken könnten und uns ganz zur Tür hereinlassen würden? Oh, Entschuldigung. Ja, da hat er jemand recht. Tag, Maya und Willi. Ach, da ist ja auch der Flip. Guten Tag. Ich sage euch, 3-mal sind wir in einen Schneesturm geraten. Zum Glück konnten wir uns beim letzten Mal unter einem großen vertrockneten Steinpilz zusammenquetschen, der nicht im Suppentopf gelandet war. Da stand dann auch schon das Fräulein Cassandra. Ob ich wohl irgendwo meine Socken trocknen könnte? Wir Weberknechte müssen uns nämlich vor nassen Füßen hüten. Ach so, ja, dann geben Sie nur her. Ich stecke Sie gleich in die Backröhre zum Trocknen. Danke. Halt, Willi, halt! Da sind doch meine Plätzchen drin. Was denn, Maya? Du bäckst Plätzchen? Ja, sie bäckt sie. Aber das Rezept habe ich mir ausgedacht. Stimmt's, Flip? Ein altes Bienensprichwort sagt, nimm dich in Acht vor der Hornisse. Wenn dich ein Fremder danach fragt, da vorne liegt die Klatschmohnwiese. Das weiß ich auch, doch jetzt ist's Winter, da kommt bestimmt keiner hier hinter. Das würde uns auch grad noch fehlen, er könnte uns die Plätzchen stehlen, die wir aus Mohn und Honig, Waben und Blütenkau gebacken haben und anderen herrlichen Zutaten. Wir wollen euch das Rezept verraten. Honig, Waben, Pollen, Klößchen, Blütenstaub von Buschwindröschen und gemahlene Berberitze, aber nur ne Messerspitze. Doch ein halbes Pfund vom Mohn, richtig, ja, das wisst ihr schon. Jetzt noch 3-4 Stieglitz-Eier, sind sie auch im Winter. Und ne kleine Prise Zimt, damit das Aroma stimmt. Je nach Gusto nimmt man Quark oder Hagebuttenmark, Pottasche und Hirschhornsalz und 1/8 Mückenschmalz. Durchgeknetet, ausgerollt, ausgestochen, was ihr wollt. Wieder raus. Oh, wie sehen sie lecker aus. Spaß macht jedes Jahr aufs Neue die Weihnachtsplätzchenbäckerei. Ich möchte mal wissen, ob die Maya auch wirklich gekocht hat. Früher war sie ja. Und was essen wir heute Abend, doch? Ich weiß, das hat sie früher so gut gemacht, ne? Maya kann das, das weiß ich. Kompott kann sie das. Wenn ich kein Honigwein kriege, esse ich auch kein Honig. Ach, Honigwein, Nana, der... Jetzt gehe ich mal an die Tür. Sie, die Frau Tegler, habe ich mich aber erschreckt. Sie haben doch hoffentlich ihr Netz zu Hause gelassen. Ja, Willi, keine Angst. Mhm. Wir Spinnen sind ja im Winter recht träge. Und ich habe zu Hause in meiner Vorratskammer noch genügend getrocknete Fliegen in Mullsäckchen hängen. Außerdem war ich viel zu gerührt über eure Einladung. Nein. Heute habt ihr von mir nur Gutes zu erwarten. So. Na ja. Wie ein altes Bienensprichwort sagt, Trau schau wem? Am besten nicht dem. Aber jetzt kommen Sie nur erst mal rein in die gute Stube. Sie ist ja schon ziemlich voll. Wir warten nur noch auf die Libelle Schnuck und auf den Regenwurm Mark. Wir kommen. Was heißt wir kommen? Wir sind schon da. Naja, jetzt sind Sie, glaube ich, auch alle da. Na schön.
Hüpf, ach, meine verehrte Gevatterin, hatten Sie auch so eine beschwerliche Anreise? Mhm. Nun ja, wer natürlich nur auf seine Beine angewiesen ist, hat es schwer. Oh, ja, und von mir spricht keiner. Kriechen Sie mal 1,5 Kilometer auf dem Bauch durch den Schnee. Dann werden Sie wissen, was ich hinter mir habe. Ich kann nur hoffen, dass ein Töpfchen Blumenerde die ganze Anstrengung wert war. Ach, komm nur rein, Max. Ja. Die Maya hat sogar ein Säckchen Torf für dich besorgt. Oh, gut gemeint. Aber den rauche ich nur in der Pfeife. Und das Rauchen habe ich schon vor 3 Jahren gelassen. Sehr lobenswert. Ja. In meiner Familie war dieses Laster nie zu Hause. Das kommt wohl daher, dass meinem Ur-Ur-Urgroßvater mal ein ganzer Schilfwald abgebrannt ist. Aber ich weiß wirklich nicht, warum wir hier dauernd im Winter da auf den Türen stehen. Ach, da sind ja unsere nächsten Gäste. Oh, Frau Thekla, heute ein neues Kopftuch um? Aber ja, meine Kleine, aber ja, dass du es gleich bemerkt hast. Nur leider habe ich die neue Seite für meine Geige, die ich bestellt habe, nicht mehr rechtzeitig zum Fest bekommen. Ihr müsst entschuldigen, wenn es ausnahmsweise ein wenig kratzt. Ausnahmsweise? Ich kann mich nicht erinnern, dass es einmal nicht gekratzt hätte. Oh, guten Tag. Herzlich willkommen und fröhliche Weihnachten. Ja. Ich denke, fröhliche Weihnachten sagen wir erst, wenn der Weihnachtsbaum brennt. Ach, du schreckte Baum. Kommen Sie, Herr Wiebeck, nicht schnell. Sie sollten mir doch helfen beim Lametta-Fäden aufhängen. Zum Arbeiten war ich eigentlich nicht gekommen. Vielleicht geht die Arbeit ein wenig besser von der Hand, wenn wir singen. Nun, wie wäre es, lieber Herr Max, wenn wir das kleine Liedchen zum Besten geben, das wir unterwegs geübt haben? Ja, ich bin zwar etwas verschnupft, aber... Wenn es draußen stürmt und schneit und der Schnee liegt fingerbreit, kommt für Würmer und für Käfer Eichhorn, Igel, Siebenschläfer unterm Laub in hohlen Bäumen eine lange Zeit zum Träumen. Wenn Raureif glitzert an den Ästen, liegt man im Winterschlaf am besten. Es raschelt der Schilfwald im Winterwind, schreckt aus dem Schlaf Elf und Blumenkind. Die frieren und frösteln und denken dabei, ach, wäre es doch Frühling, ach, wäre es doch Mai. Dann kämen endlich mit Sonne und Wärme Maikäfer und Libellen, Schwärme. Hey, wie das funkelt und summt und blitzt, die Forelle springt und das Wasser spritzt, wenn zwischen Seerosen, Blättern und Mummeln sich Wasser spinnen und Brandkäfer tummeln. Doch wenn Weihnachten im Kalender steht, bis zum Mai doch noch sehr viel Zeit vergeht. Oh, wie scheußlich ist der Winter, aber doch nicht für die Kinder. Frühling bringt die Blütenträume, der Dezember Weihnachtsbäume. Auf den Bergen kann man jubeln und im Winter kann man rodeln. Was sind Bienenhaus und Maiwind gegen Nikolaus und Christkind? Das schönste Fest für Groß und Klein, im Jahr wird Weihnachten stets sein. Das schönste Fest für Groß und Klein, im Jahr wird Weihnachten stets sein. Nun bin ich aber schon dafür, dass wir auch zur Abwechslung mal ein richtig schönes altes Weihnachtslied singen. Oh ja, bitte, bitte. Dieses hübsche Lied, das ich immer gehört habe, als ich im Johannisbeer-Geleeglas überwintert habe. Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, die lässt er festlich lieb und mild, als spräche er wohl in mir erkennen. In treuer Hoffnung, stilles Bild, die Kinder stehen mit hellen Blicken, das Auge lacht, es klappt das Herz, wo fröhlich
In ein paar Minuten gibt es was zu essen. Aber weil sich jeder sein Essen verdienen soll, haben der Willi und ich uns etwas Schönes ausgedacht. Nicht wahr, Willi? Na, ob es schön ist, wird sich erst herausstellen. Die Sache ist jedenfalls so. Jeder soll ein kleines Verschen aufsagen, in dem es um Weihnachten geht. Richtig. Wer den schönsten Vers gemacht hat, darf die Lichter am Weihnachtsbaum anzünden. Das bin ich irre. Spinnen konnte ich schon immer gut. Damit alles seine Ordnung hat, schlage ich vor, dass in alphabetischer Reihenfolge gedichtet wird. Also diese Lehrerinnen, bei Ihnen kommt wirklich keiner auf die Idee, dass Sie etwa Friseuse sein können. Wenn es nach dem Alphabet geht, komme ja ich zuerst dran. Natürlich. Ja, freilich. Fang nur gleich an. Drei Ameisen dachten, es wäre schon Weihnachten und gingen in den Winterwald. Da wurden ihnen die Füße kalt. Das war zwischen Zirndorf und Hirschenreuth. Oh, du fröhliche Weihnachtszeug. Sehr prima. Nun wäre wohl ich an der Reihe. Es kommt in jedem Jahr nach dem November, wie jedes Kind weiß, der Dezember. Dann kommen Knecht Ruprecht und Nikolaus. Und damit ist auch schon mein Verschen aus. Mein haben Sie sich aber nicht ausgerissen, genau. Ja, wenn ihr es nicht weiter sagt, dichten war nie meine Stärke. Wir sollten mal einen Aufsatz schreiben über das Thema, warum wir Bienen fleißig sind. 3 Tage habe ich darüber gebrütet. Also, warum das so sein soll, weiß ich heute noch nicht. Es stand ein Tannenbaum im tiefen Tann. So fängt erstmal mein Verschen an. Aha. War oben spitz und wurde unten breiter. Jawohl, so geht mein Verschen weiter. Hat viele dünne Zweige, dicke Äste. Das war von meinem Vers das Beste. Und Nadeln auch, weil das so sein muss. Das war von meinem Vers auch schon der Schluss. Ich will ja nicht meckern, aber ihr macht es euch doch alle sehr einfach. Wieso? Anfang, Mitte, Ende, Schluss. Na, du bist du ja dran. Dann zeig uns doch mal, dass du es besser kannst. In einem Bienenstocke wohne ich... Das stimmt ja gar nicht. Also nochmal. In einem Bienenstocke wohne ich und mache dort sehr fleißig Honig. Aus Blütenstaub und Morgentau nach einem Rezept der Nebelfrau. Dazu noch Zwiebeln, Öl und Essig. Nach dem Rezept reim dich oder ich fress dich. Sehr hübsch. Das nennt die nun schön. Ich finde das alles ein bisschen Holterdiepolter. Da kommt man hierher, um zu feiern und siehe da, man muss sich ein Pilzgericht, das hoffentlich ein paar Pfifferlinge wert ist, sauer verdienen. Aber, lieber Freund, können wir nicht das Meckern bis Neujahr ein bisschen hintanstellen? Eben, wir könnten ja zwischendurch noch mal etwas singen. Oh ja, natürlich. Willi, Flip, da ist ja noch unser Lob des Honigs. Richtig, liebe Freunde. Sie hören von den 3 schönsten Stimmen des Waldes vorgetragen ein Lied, betitelt Lob des Honigs und gleichzeitig eine Uraufführung. Hört mir zu, ihr lieben Leute, von dem Honig sing ich heute euch ein Lied mit Flip und Maja. Kommt ihr nun vom Himalaya oder aus der deutschen Heide, von dem Rapsfeld, von der Weide oder aus dem Fichtenwald, wo des Jägers Büchse knallt, oder aus dem Mühlengrund, Bienenhonig ist gesund. Frisch geschleudert aus dem Waben, ist er eine von den Gaben, womit all die fleißigen Bienen eurem Wohlergehen dienen. Nicht zum Schlecken und Lecken, nein, auch zum Lebensgeist erwecken, ist der Honig anerkannt, weit und breit in Stadt und Land. Römer, Griechen und Tataren vor schon mehr als 1000 Jahren holten sich von wilden Bienen Honig, denn er schmeckte ihnen, auch Germanen und Teutonen, die schon lang nicht mehr hier wohnen, brauten, wie's in Büchern steht, sich aus Honig süßen Met. Und in langen Winternächten sangen sie schön laut und zechten. Scheint im März die Sonne wärmer,
wird der Winter langsam wärmer und der Frühling kommt mit Brausen, geht es los in Bienenhausen. Alle Himmel mit den Köpfchen machen Tag auf Nektartröpfchen, sammeln von den weilen Röschen und den weichen Pollenklößchen. Den Honig raus. Und der Imker, auch nicht fleißig, nimmt vier's Pfund, dann 3,30 Mark. Frisch geschleudert aus den Waren ist der eine von den Garen, womit all die fleißigen Bienen eure Wohlbehagen dienen. Nicht zum Schlecken, nur und Lecken, auch zum Lebensgeist erwecken. Ist der Honig anerkannt, weit und weit in Stadt und Land. Weit und breit, weit und breit, weit und breit in Stadt und Land. Weit und breit, weit und breit, weit und breit in Stadt und Land. So, nun wäre dann wohl ich dran mit meinem Vers. Es war einmal ein Regenwurm, der kroch durch dichten Schnee und Sturm zu einer Biene und einer Drohne, und dieses Kriechen war nicht ohne. Hat sich dabei den Bauch verkühlt, was, wer ihn anlangt, jeder fühlt. Wahrscheinlich wird er Rheuma kriegen und Neujahr schon im Bette liegen. Der Max hat bis jetzt den besten Vers gemacht, finde ich. Nun wollen wir doch erst noch abwarten, was die anderen zu bieten haben. Sie wären dran, liebste Schnuck. Was denn? Ich schon? Aber ich sage es euch gleich, ich werde es auch recht kurz machen. Schon ist der Teich mit Eis bedeckt, was nur beim Italiener schmeckt. Denn alles Eis in der Natur ist ja gefrorenes Wasser nur. Und doch, wenn's Eis am Dachfirst hängt, als Zapfen, gleich ein jeder denkt, dass auch der Winter seine Freuden hat. Und jetzt ist Schluss. Ich bin schachmatt. Und das nennen Sie kurz, meine Liebe. Naja, es ist schon so. Ein Mann, ein Wort, eine Frau, eine Rede. So, und nun zu mir. Wer prahlt und lügt, der sich versündigt. Drum mach ich's kurz wie angekündigt. Man soll bei allem Dichten nicht vergessen, wir warten schließlich auf ein gutes Essen. Naja, der Anfang war ja recht philosophisch, aber dann lassen Sie mich doch aussprechen, ja? Das war nämlich leider am Schluss gar nichts. Ja, aber der Herr Wimmerknecht hat recht, ich habe auch Hunger. Ja. Halt, halt! Ich muss noch mein Pferd aufsagen. Das hebt ihr mal für später auf. Oh. Ich suche jetzt schnell in die Küche und schau mal nach dem Essen. Ach, ihr anderen könnt ihr inzwischen noch mal was singen. Oh ja, das schöne Lied von Froh und Munter sein. Froh und Munter. Nikolaus.
fangen wir einfach so an. So, Pfifferlinge gibt es. Na, eigentlich esse ich ja Hallimasch viel lieber. Ja, ja, ich weiß schon. Die Damen meinen immer, das wäre besser für die Schönheit. Also auf meine Pfifferlinge ist was gepfiffen. Die kann haben, wer will. Ich freue mich nur auf das Presselbeermark. Kompott, Frau Tegler. Kompott. Ja, bitte, Kompott. Ja, bitte. Ich bin die Lehrerin. Oh, nein, das ist aber... Wer hat das gekocht? Naja. Verzeihung. Dran ist so schlecht. Okay. Oh, ich habe mich verschluckt. Oh. Essen Sie nicht so gierig. Ja. Ich kann nicht mehr. Mir ist gerade etwas aufgefallen. Natürlich nur, weil ich ein durch und durch musisches Geschöpf bin. Es hat sich vielleicht noch nicht im Walde herumgesprochen, aber ich kann nicht nur gut geigen, ich kann auch sehr gut singen. Und da habe ich mir soeben gedacht, alle haben schon singen dürfen, nur der Herr Flip und ich. Nun ja, meine Liebe, Bescheidenheit war noch nie Ihr größter Vorzug. Ich für meinen Teil muss sagen, ich singe nicht besonders gut. Naja, gut, haben ja eigentlich wenige gesungen. Ich meine auch, darauf kommt es gar nicht so an. Wie wäre es denn, Herr Flip, mit einem kleinen Komplott, ich meine, Couplet? Nun schon, schön. Wie ist denn das? Kann man denn beim Singen weiter essen oder muss man warten? Nein, nein, wenn man nicht zu laut schmatzt, darf man ruhig weiter essen. Hü-hüpf, hü-hüpf und hoch das Bein. Hü-hüpf, hü-hüpf, der Sprung war klein. Nochmal, hü-hüpf, mit noch mehr Kraft. Der große Sprung wär auch geschafft. Ob nun Lavendel oder Kampfer, Brennnessel oder Sauerampfer, ob Löwe, Mäulchen, Riemen, Zungen, das ist gehüpft, doch wie gesprungen. Wer sitzt dort zwischen ginster Zweigen? Hüpf, ich hör die Tegler geigen. O Wilsenkraut und Helibili, wo sind die Maja und der Willi? O wenn ich es doch rasch erführe, zwar steht Knecht Ruprecht vor der Türe, doch die Bescherung wäre fein, gerieten sie ins Netz hinein. Zwei links, zwei rechts, zwei links, der Saft von beiden Knospen bringt's. Mit raschen Füßen, flinken Pfoten, nach jedem Drücken einen Knoten. Weiter, weiter geht zu kreisen. Zwei links, zwei rechts nach alter Weise. So haben schon vor Jahren Millionen die Spinnen überall gesponnen. Zwei rechts, so läuft der Faden. Fängt morgen Mücken, Fliegen, Maden. Und wo zum Netz er sich verzweigt, ne Pause und mal kurz gegeckt. Kritz, Katz, Katz, Kritz und Schrumpf. Schönes Lied, aber eigentlich nicht so recht weihnachtlich, wenn ich das bemerken darf. Und wenn ich mal was sagen darf, mir wäre es lieber, es wird jetzt gar nicht gesungen, sondern nur gegessen. Nicht immer gut. Du, Maja, wo ist übrigens mein versprochenes Torfsäckchen? Wieso denn Torfsäckchen? Das hieß doch vorhin, Sie wollen gar keinen Torf, weil die den nur rauchen? Ja, nun ja, ehrlich gesagt, nach einem so guten Essen... Ja, das sag ich auch immer. Eines wollen wir aber doch bitte festhalten. Ja, bitte. Es war eine fabelhafte Idee von Maja und Willi, uns alle einzuladen. Das und ich muss sagen, es ist mir bis jetzt auch gar nicht schwer gefallen, nicht giftig zu sein. Bis jetzt nicht. Dafür haben Sie mir aber alle meine Pfifferlinge aufgegessen. Was? Das wollen wir doch auch festhalten. Oh, das tut mir leid, Sie armen Kleine. So, und nun wäre ich ja eigentlich dafür, dass die Lichter angebrannt werden am Tannenbaum. So. In der Einladung stand, um 3 Uhr wird gefeiert. Stimmt. Und jetzt ist es schon 7:05. Das hat schon alles seinen Sinn. Da sieht man nämlich die Lichter besser. Ach so. Ja. Aber lass nur, der Weberknecht hat recht. Wir wollen jetzt die Lichter anzünden und dazu singen wir alle zusammen das schöne Lied vom Tannenbaum. Nur zur Sommerzeit, mein Auf in
Gut, dann immer.